Hören Teil 3. Sie hören im Radio, wie ein Moderator eine Dame aus dem Fernsehen interviewt. Hallo Vicky, herzlich willkommen im Studio Radio One in München. Danke, es ist schön, wieder in Deutschland zu sein. Ich danke dir auch für deine Einladung. Victoria, viele werden dich sicher nicht kennen, aber du bist vielleicht Griechenlands bekannteste Moderatorin und auch die charmanteste, was nicht zu übersehen ist. Ich werde ja gerade von Komplimenten überhäuft. Ja, das ist sehr nett von dir. Ich moderiere schon seit längerer Zeit eine Sendung in Griechenland, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen, die sich aufgrund von Schicksalsschlägen aus den Augen verloren haben, wieder zu vereinen. Vereinen? Warum das? Nun, es gibt Menschen, die sich aus den Augen verloren haben, weil die Umstände es so wollten, weil sie sich getrennt haben oder weil sie aufgrund eines Streits oder eines Schicksalsschlags getrennt wurden und sich nie wieder gesehen haben. Meistens handelt es sich aber nicht um Kriminalfälle. Das sind persönliche, bittere Schicksalsfälle eines jeden Einzelnen und diese wollen wir in unserer Sendung erzählen. Kannst du uns ein Beispiel nennen, um uns das etwas klarer zu machen? Ja, gern. Neulich hatte ich in meiner Sendung einen Fall, wo Eltern in der Nachkriegszeit eins ihrer 5 Kinder zur Adoption freigeben mussten, damit sie mit dem Geld der Adoption die restliche Familie ernähren konnten. Das Kind wurde an eine Familie gegeben, die kurze Zeit später nach Australien auswanderte. Das Kind, oder besser gesagt das adoptierte Kind, hatte erst vor kurzem erfahren, dass es adoptiert war und suchte über meine Sendung seine leiblichen Eltern und Geschwister. Wow, das ist interessant. Wie kann man denn über deine Show Menschen finden? Nun, das ist ganz einfach. Zuerst schickt man uns einen Brief, in dem man uns den Fall genau schildert, den wir aufklären müssen. Man gibt uns genaue Angaben über die Person, die man sucht. Dann treten wir mit den Leuten in Kontakt und fragen detaillierter nach. Im Anschluss daran setzen wir uns gemeinsam hin und der Fall wird von unserem Team gelöst. Da steckt doch viel Arbeit dahinter, oder? Du hast ein Team. Wie viele seid ihr? Ich habe ein super Team. Es besteht aus 15 Leuten. Wir recherchieren, wir suchen im Internet, bei der Telefonauskunft, bei Behörden im In- und Ausland. Wir kooperieren auch ab und zu mit der Polizei, wenn jemand als vermisst gemeldet ist oder nicht. Hast du schon einmal während der Sendung geweint? Oh ja, aber es sind gemischte Gefühle. Meist sind es aber Freudentränen. Denn die Schicksalsschläge sind unberechenbar. Es ist die Frage, wie man damit umgeht. Aber am Ende bin ich meistens glücklich. Ist es schon mal vorgekommen, dass jemand in kriminelle Delikte verwickelt war oder auch Opfer eines kriminellen Deliktes geworden ist? Gott sei Dank nicht so oft. Wir hatten einmal einen Fall eines Matrosen auf einem Schiff, der in Drogengeschäfte verwickelt war und von der Hafenpolizei geschnappt wurde. Als der Mann nach 2 Monaten als vermisst gemeldet wurde, kam seine Frau zu mir und zeigte mir die Vermisstenanzeige. Wir erfuhren von den Polizeibehörden dann sehr schnell, dass der Mann im Gefängnis ist. Warum hat der Mann sich nie bei seiner Frau gemeldet? Das sind natürlich die Schattenseiten dieser Fälle. Der Mann wollte nie zu seiner Frau zurück. Deshalb hat er auch lange als Seemann gearbeitet. In solchen Fällen ist es schon komisch, den Vermittler zu spielen. Ich finde aber, dass man den Wunsch der anderen akzeptieren muss. In schwierigen Fällen vermitteln wir auch nicht weiter. Hier in Deutschland wird eine ähnliche Sendung ausgestrahlt. Und zwar heißt sie: Wo bist du? Komm zurück! Ja, richtig. Wir kooperieren sehr eng mit dem deutschen Team und pflegen auch sonst eine gute freundschaftliche Beziehung. Wir unterscheiden uns allerdings in einer Hinsicht. Wir lösen keine Kriminalfälle. Das heißt, sobald wir merken, dass da was nicht stimmt, bitte ich mein Team um Rückzug. Thank you.
Musik.